Schönen guten Tag, mein Name ist Rainer Mündel. Ich bin Zahnarzt hier in Weingarten in der Nähe des schönen Bodensees. Wir sind insgesamt 4 Zahnärzte und decken die Tätigkeitsschwerpunkte Endodontologie, Implantologie und Parodontologie ab. Die Implantologie, die beschäftigt uns schon seit längerem, im Speziellen die navigierte Implantologie. Und hier verwenden wir seit Anfang dieses Jahres das ICX-Implantatsystem, mit dem wir sehr zufrieden sind. Mittlerweile verwenden wir es fast ausschließlich. Aus folgenden Gründen: Wir sind mit der Passgenauigkeit sehr zufrieden, der Kundenservice ist exzellent, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Auch für den Patienten hat es gewisse Vorteile. Die Eingriffe können meist minimalinvasiv durchgeführt werden. Der Eingriff ist somit natürlich auch von den Komplikationen her sehr gering. Postoperative Schmerzen oder Schwellungen sind fast gleich null. Und auch die Kosten halten sich sehr in Grenzen und sind sogar bei höherer Anzahl von Implantaten geringer, als wenn man es ohne Borscherone macht. Der Patient stellte sich bei uns in der Praxis vor mit dem Wunsch einer neuen Oberkieferversorgung. Nach Durchführung der OPG-Aufnahme wurde festgestellt, dass es sich um ein parodontal insuffizientes Rechtszahngebiss handelt. Und es wurde mit dem Patienten die einzelnen Möglichkeiten durchgesprochen. Der Wunsch war eine festsitzende Versorgung, wenn möglich ohne Knochenaufbauten. Somit entschlossen wir uns, die nicht erhaltungswürdigen Zähne zu entfernen. Dabei handelt es sich um alle Zähne im Oberkiefer außer Zahn 1,7 und 1,5. Diese wurden vorerst belassen zur Fixierung der Übergangsprothese. Der Patient kam zu uns in die Praxis mit dem Wunsch nach einer festsitzenden Oberkieferversorgung. Er hatte eine parodontal insuffiziente Rechtszahnbezahnung, die vor circa 3 Monaten extrahiert wurde. Übergelassen wurde Zahn 1,7 und 1,5 zum Halt der Übergangsprothese. Heute entfernen wir noch den Zahn 1,5 und werden dem Patienten 6 ICX-Implantate setzen. Wir werden versuchen, diese voll navigiert zu setzen mittels Magellan-Bohr-Schablone. Wir beginnen mit der atraumatischen Extraktion des Zahn 1,5. Es ist exakt dort ein Implantat geplant, deswegen ist darauf zu achten, dass die Kuhkalle Knochenlamelle erhalten bleibt. Hier sieht man die Magellan-Bohr-Schablone. Es sind die 6 Bohrhülsen, jeweils mit einem Sechskant eingebracht und die 3 Fixierungspins für den perfekten Sitz im Oberkiefer. Wir beginnen mit dem Pinbohrer zur Fixierung der Bohrschablone. Mittels der 3 Fixierungspins ist die Bohrschablone komplett fest im Oberkiefer verankert. Aufgrund der guten keratinisierten Gingiva können wir an allen Stellen den Gewebepunch mittels Stanze entfernen. Zur Entnahme der jeweiligen Gewebepunches muss die Bohrschablone entfernt werden. Wir beginnen nun mit der Entnahme der Gewebepunches. Nach der Entnahme der Gewebepunches
Beginnen wir mit der Repositionierung der Bohrschablone. Wir beginnen mit dem Vorbohrer für alle 6 Implantate. Als nächstes kommt der erste Formbohrer. Es handelt sich bei diesem Patienten um die Knochendichte D2, D3. Deswegen müssen wir die entsprechenden Bohrer wählen, um eine hohe Primärstabilität zu erreichen. Wir beginnen mit dem Bohrer mit 2 Punkten. 2 Punkte bedeutet Knochendichte D2, D3 und grün bedeutet Durchmesser 4,1. Wir werden mit dem Implantat Regio 1,5 beginnen, das ist das Implantat, wo zuvor der Zahn extrahiert wurde. Nun kommt bereits der letzte Formbohrer für das Implantat Regio 1,5. Die Achsenrichtung des Implantats ist Richtung Palatin geneigt, um eine hohe Primärstabilität zu erreichen. Zum Abschluss erfolgt der Stoppbohrer. Es folgt das Abtasten des Bohrstollens. Man stellt fest, die Kieferhöhle ist nicht perforiert und sowohl palatinal als auch bukal ist die Knochenwand intakt. Wir beginnen mit den übrigen Implantaten. Hierbei handelt es sich um Implantate mit dem Durchmesser 3,75, ebenfalls Knochendichte D2, D3. Auch hierbei wird immer wieder der Bohrstollen überprüft, ob eine Perforation vorliegt. Wir sind mit dem Aufbereiten der Implantate fertig. Nun werden die Implantate inseriert. Nun ist darauf zu achten, dass der Sechskant des Einbringinstruments mit dem Sechskant der Bohrhülse übereinstimmt.
Nun wird das Implantatregio 2,2 inseriert, Länge 10 mm, Durchmesser 3,75. Selbes Implantat von Regio 2,2 auch in Regio 1,2. Nun inserieren wir das Sofortimplantat Regio 1,4, Durchmesser 4,1, Länge 12,5. Zuletzt inserieren wir das Implantat Regio 1,6, Länge 10 mm, Durchmesser ebenfalls 3,75. Wir überprüfen nun mittels Ratsche die Primärstabilität und auch das exakte Übereinanderstehen des Imbus der Bohrschablone und des Einbringforschens. Auch hier ist der Drehmoment von 30 Newton-Zentimeter erreicht. Somit ist die Implantation abgeschlossen und wir können die Bohrschablone abnehmen. Man sieht nun die Bohrstollen und wir können beginnen mit der Aufbauteile für die Imperialbrücke. Also wir gehen nun mit dem Aufschrauben der ISX-Multi-Aufbauten und dem Aufbringen der jeweiligen Kamine. Wir beginnen mit Regio 2,5, 30 Grad abgewickelt. Nächstes Aufbauteil, Regio 2,3, 17 Grad gewickelt. Man kann weitgehend erkennen, dass die Einbringpfosten parallel sind und somit die Imperialbrücke passen wird. Nun erkennt man, alle 6 Implantate, die Multi-Units sind drin und die Einbringpfosten sind noch aufgeschraubt. Man kann bereits jetzt erkennen, dass die Parallelität gegeben ist. Wir beginnen mit dem Aufschrauben der Kamine auf die jeweiligen ISX-Multi-Aufbauten. Nach jedem Einbringen der Kamine wird die ISX Imperialbrücke einprobiert. Bei 2 Kaminen perfekter Sitz. Nach dem Einbringen von 4 Kaminen wird ebenfalls der Sitz der Smilebridge überprüft. Und noch immer perfekter Sitz. Nach dem Aufbringen der Multi-Units und der Kamine beginnen wir mit dem Verkleben der Smilebridge
die Kamine direkt mit dem Kleber Multilink Hybrid zu verkleben und nicht Multilink Hybrid in die Brücke einzubringen. Das hat den Vorteil, dass beim Einbringen und beim Draufstecken der Brücke der Kleber nicht in die Kamine und somit auf die Schrauben läuft. Die Smile Bridge muss nun nach Krania gedrückt werden für ca. 4 bis 6 Minuten. Die Smile Bridge wurde entfernt. Sie geht so ins Labor zum Entfernen der Überschüsse und zum Auffüllen der Hohlräume. Und danach wird der Patient die Prothese in den Mund bekommen und die Bohrlöcher von Inzisal verschlossen.